Ja, bei dem Kanal an diesem Freitag erfahrt ihr mal etwas mehr über eines meiner Hobbys. Viel Spaß. Ja, hallo liebe Freunde, es ist Freitag und damit wird es wieder Zeit für die Trilogie The Channel of the Day. Und heute geht es los mit dem Kanal Penula bei YouTube. Ich habe zuerst gedacht, es handelt sich um einen reinen Modelleisenbahn-Kanal. Und da wären wir nämlich bei meinem angekündigten Hobby im Teaser. Ich bin großer Modellbahn-Fan. Leider fehlt mir so ein bisschen, im Moment noch ein bisschen der Platz. Und um mit der kleinsten Spurzeit, die seht ihr nachher noch, anzufangen. Da fehlt mir das nötige Kleingeld. Blick in die Kanalinfo, wie immer. Und die sieht etwas überraschend aus für jemanden, wenn man damit rechnet, hier auf eine Modelleisenbahnseite zu treffen. Penula bietet in seinem YouTube-Kanal Video für Luftfahrt und Modelleisenbahn, sowie viele andere Themen. Der Nutzername stammt von der Fernsehkamera und so weiter. Und ganz unten kann man dann halt noch ein bisschen mehr über Penula lesen, wenn man sich auf die Webseite umschaut. Und das wollen wir ausnahmsweise auch machen. Und hier ist die Website, das ist penula.de. Und hier habt ihr unten auf dieser Seite eine wunderbare Inhaltsangabe. Und wenn ihr mal schaut, was auf der linken Seite alles so an Themen ist, das ist sicherlich eine ganze Menge. Aber was rechts die ganze Zeit mitläuft, das ist alles über Modelleisenbahn. Also macht so ein bisschen den Eindruck, als wollte man ursprünglich eigentlich was ganz anderes machen. Und ist dann bei der Faszination Modellbahn regelrecht hängen geblieben. Also die Seite www.penula.de durchaus zu empfehlen. Aber wir sind natürlich uns hier Videos anzuschauen. 10 Playlists haben wir hier, 781 Videos. Und ich muss hier mal ein bisschen runterscrollen, weil ich euch da ein Video aus der bereits angesprochenen kleinen Spur Z rausgesucht habe. 10.861 Abonnenten haben den Kanal abonniert. Die Videoqualität schwankt manchmal ein bisschen. Das liegt auch an, teilweise am Alter der Filme oder wenn das abgefilmt ist. Aber im Großen und Ganzen ist Ton- und Bildqualität eigentlich sehr gut. Und das Video, was ich euch gerne zeigen möchte, ist von einer Modellbahnanlage in Spur Z, wie gesagt, wo man Lübeck nachgebaut hat, die Hansestadt, inklusive Holstentor, Museumsschiff und so weiter. Und Spur Z, für den, die das nicht sagt, die Loks sind ungefähr so groß wie ein Euro-Stück. Ja, also so hoch und so lang. Und schaut mal rein. Ja, wie gesagt, die Loks gerade mal so klein wie ein 1-Euro-Stück. Das ist schon Wahnsinn, vor allem wenn man dann hier immer auf die Details achtet. Die kleinen Figürchen und. Natürlich lässt sich hier in der Spur nicht so viel herstellen oder darstellen, wie zum Beispiel in der beliebtesten Spur H0. Das ist nebenbei auch die Spur, mit der ich am liebsten bauen würde. Aber sowas wie hier zum Beispiel das Museumsschiff in Lübeck. Das sind natürlich schon Sachen, die wiederum in H0 ein bisschen schwierig wären darzustellen. Wobei man da bei Flugzeugen und Schiffen natürlich immer sagen muss, hier gibt es ohnehin Maßstabsschwierigkeiten. Ja, ich habe mich dann noch ein bisschen weiter umgeguckt natürlich und wirklich das meiste sind Modellbahn-Videos. Und bei dem aktuellsten Video auf dem Kanal, gestern zumindest, auch da handelt es sich um ein Modellbahn-Video, nämlich um das Mivola in Hamburg. Da ist ja jetzt gerade der Italienabschnitt fertig geworden. Und hier haben die ein Video reingestellt, das dauert ungefähr fast 50 Minuten. Das ist der längste Film, der sich nur mit dem Abschnitt Italien beschäftigt. Meine Güte. Und schaut einfach rein. Oh.
sehr beeindruckend. Hier natürlich der Vesuv am Ausbrechen. Da habe ich zum Beispiel das Making-of von gesehen. Das ist absolut faszinierend gemacht, wie die das hingekriegt haben, dass das tatsächlich so aussieht, als wenn dann Lava runterläuft. Also ja, der Kanal heißt Penula bei YouTube und kann ich jedem nur empfehlen. Vor allen Dingen, weil da auch tatsächlich andere Sachen noch bei sind. Luftfahrtgeschichten, Modellautos, aber auch sehr viel so aus Hubschraubern und Flugzeugen, also echten, aus Cockpitsicht und sowas, solche Flüge, wer sowas gerne mag. Oder zum Beispiel, ich glaube, Mallorca war das mal von oben abgeflogen und so weiter. Also lohnt sich wirklich und vor allen Dingen, wie gesagt, für Modellbahnfans so ein kleiner Geheimtipp, glaube ich, fast. Vor allen Dingen, weil da auch laufend neue Videos kommen und auch sehr viele 2016er, also aktuelle Videos über Modellbahnanlagen. Nicht nur in Hamburg, sondern wirklich in ganz Deutschland und Europa zu finden sind. Ja, so schnell kann ein Freitag vorbei sein. Morgen habe ich auch einen interessanten Kanal für euch. Irgendwie, also die Kanäle, die ich dieses Wochenende rausgesucht habe, die haben mich selber ein bisschen überrascht. Und zwar alle drei. Der dritte am wenigsten, aber die ersten beiden zumindest. Wie gesagt, heute Penula, ich hatte fest damit geredet, das ist nur Modelleisenbahn, aber die haben noch so einiges andere anzubieten. Aber wie gesagt, gerade der Bereich Modelleisenbahn lohnt sich für Fans auf jeden Fall. Sehr, sehr viele Führerstands- und Mitfahrten und so weiter. Ja, ich komme da immer ordentlich ins Schwärmen und möchte am liebsten sofort selber wieder anfangen zu bauen. Wie auch immer, morgen sehen wir uns wieder am Samstag. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Freitagabend und lasst die Woche gemütlich ausklingen. Bis bald. Tschüss.